Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. And religion are the fall of man. We don't need no institutions and no government. All we need is that which bonds united us all. Let the angels' teaching be your guiding star. No Bible and Quran. We have that where they all come from, in our very hearts. We are the new generation of innocence and peace. Knowledge is our leader. The truth shall set you free. It is the Book of Light. Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich bin's, der Lanu. Vielleicht bekannter als Christian Anders. Aber der Lanu ist die andere Seite in mir, die nach innen gewandt ist. Und der Christian Anders ist nach außen gewandt. So. Und ich lese mal heute zusammenfassend über einen Begriff, den wir schon oft gesprochen haben, das Wollen. Und ich lese es zusammenfassend aus dem Buch des Lichts, beziehungsweise auch aus der Sinn des Lebens, Nirvana, Teil 1. Das Wollen ist etwas ganz Magisches, meine Lieben. Das ist eine Macht, die uns versklaven kann
und sie kann uns befreien. So wie ich mit einem Messer einen Apfel schälen kann. Ich kann aber auch jemanden erstechen. Also geht auch, ja? Das Messer zu beschuldigen, ich glaub doch nicht. Meine Lieben, wenn ich heute über das Wollen spreche, dann rede ich über ein Versklavungs- und zugleich ein Befreiungsinstrument. Und darum wollen wir mal diesen Begriff, wollen wir mal uns mit diesem Begriff befassen. Geht's auch ohne Wollen? Ich glaube nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sprechen will, muss ich ja sprechen wollen, oder? Muss ich sprechen wollen. Und dann spreche ich. Und wenn ich fertig bin mit Sprechen, will ich etwas anderes. Und wenn ich von etwas rede, das mir gefällt oder von einer Sinnesbetätigung oder das Essen hat aber geschmeckt und so weiter, erzeuge ich ein Momentum, das man eigentlich mehr will. Oder der Zuhörer vielleicht ist verleitet, auch das zu wollen. Kann man das nicht wollen wollen? Ich will euch jetzt nicht verwirren extra mit so pseudophilosophischen Phrasen, sondern ich will da ganz ernsthaft an die Sache gehen, wir jetzt ran. Ja? Es gibt ja so einen Satz, du sollst etwas nicht wollen. Na ja, mal schauen. Wenn zum Beispiel, und das führt zu diesem Problem hin, ich Befreiung von etwas will, was ist dann, meine Lieben, wenn ich Befreiung gefunden habe? Wirkliche Befreiung. Das bedeutet nach Buch des Lichts, eine Wiederholung der Wiedergeburt verhindern. Das wäre die Befreiung. Ja, wenn ich das dann gewollt habe, dann brauche ich nicht mehr zu wollen, weil ich es ja erlangt habe. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich essen will, weil ich Hunger habe und ich bin gesättigt, dann will ich nicht mehr essen, oder? Doch nicht mehr nötig. Oh, danke, das war gut. Das hat geschmeckt so. Und jetzt will ich nichts mehr essen. Und wenn ich also richtig satt bin, kann einer mit der größten Torte kommen. Es sei denn, ich bin Vielfraß. Und das schon krankhaft ist, aber auch dann. Nehmen wir mal einen Normalfall an, man soll Vergleiche nicht so weit führen. Dann sage ich, danke, ich will nicht mehr. Wenn natürlich der Hunger wieder aufkommt, dann will man wieder. Eigentlich gibt man dem Hunger nach. Der Körper will und man sagt, ja gut. Ja. Entschuldigung. Zum Beispiel, ich wollte nicht husten. Nee, aber der Körper wollte husten. Ja, immer. Ich würde lieber nicht husten, aber ich huste halt so. Gut. Und so weiter und so weiter. Darum wollen wir mal tief in diese Sache reingehen, meine Lieben. In uns ist ein Drang. Den kann man vergleichen mit dem Hunger, meine Lieben. Und das ist der Drang. Ein Durst. Kann man vergleichen mit dem Durst. Nach der Welt. Ja. Und weil wir die Welt wollen, die Materie, sind wir ja auch in der Materie. Enttäuscht müssen wir feststellen, dass das, was wir wollen, uns immer wieder entrissen wird. Spätestens im Tod. Oder wenn jemand kranke Verdauungsorgane hat und immer noch essen will, aber der Arzt sagt, naja, wenn dir jetzt noch was isst, also, oder was du gern gegessen hättest, dann stirbst du. Dann schlummert und schwelt dieses Wollen in uns, in demjenigen. Und er sagt sich, oh, könnte ich doch nur mein Wollen befriedigen. Ja? Und deshalb wollen wir sehen, mein Lieben, ob es ein Entkommen gibt von diesem Wollen oder ob man dieses Wollen essentiell ist. Das ist die ganze Frage. Wenn ich mein Wollen bin, wollen wir nicht weiter reden. Vielleicht kommen wir zu dem Schluss hier, nachdem ich gesprochen habe, ja, ich bin mein Wollen. Nicht wahr? Und sagt der Angeklagte von dem Richter, euer Ehren, ich
Schopenhauer sagt, der Mensch ist sein Wollen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein Verbrecher, ich will ein Verbrechen begehen. Ich kann gar nicht anders. Wie können Sie mich verurteilen? Und Sie wollen mich ins Gefängnis stecken? Wollen Sie? Damit ich mich ändere? Geht doch gar nicht. Ich bin mein Wollen, hat Schopenhauer gesagt. Das ist vielleicht einer, der Schopenhauer gelesen hat. Oh, ho, 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 ho. Da hat der Richter ein Problem. Meine Lieben, Wollen ist wie Durst, ist dasselbe. Dasselbe eigentlich. Und dieser Durst will ja auf jeden Fall befriedigt werden, wenn er da ist, oder? Hat jemand, der gerne Drogen nimmt, so oft die Droge gewollt bzw. seinen Durst befriedigt, bis er plötzlich erkennt, er hat etwas gewollt, das sich selbstständig gemacht hat und ihn eigentlich schadet. Und nun will er was Neues. Was will er wohl? Na, er will es loswerden. Indem er dann extrem einen Entzug macht. Was ist denn ein Entzug? Er will sich dem Gewollten entziehen. Was denn sonst? Die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los. Naja, wir alle haben ja, mehr oder weniger leiden wir unter etwas, das wir vielleicht gewollt haben und das am Anfang schön fanden und dann plötzlich war es nicht mehr so schön. Eine Beziehung. Jemand will eine schöne Frau. Oh, die will ich. Plötzlich stellt sie sich als Besen heraus. Und nach einer Weile sagt er, die will ich nicht mehr. Und genau übrigens das, meine Lieben, was ihn dazu veranlasst hat, das zu wollen, das ist die Macht, die ihm hoffentlich hilft, nicht mehr zu wollen, sich zu lösen. Man hat mich immer gefragt, was ist der Lernvorgang in jemandem, der vielleicht wollte ein großer Ganove-Gangster werden, Mafia, was weiß ich alles wollen. Und dieses Ziel erreicht hat und dann sogar glücklich lächelnd gestorben ist. Ja, da guck mal, der hat 5000 Menschen erschlagen oder erschlagen lassen. Ja, Boss der Mafia, hat Frauen gehabt, Geld, Kaviar, Champagner, Luxus und starb in seinem echt goldenen Bett. Oh. Nun, auf diesen, so lehrt das Buch des Lebens, wartet eine furchtbares Karma als Opfer. Schaut euch um in der Welt. Haben die alle was getan? Hat ein Kind in Afrika was getan? In Bangladesch? Wo sie seit 100 Jahren verhungern, trotz Entwicklungshilfe. Haben die was getan? Also ich glaube nicht. Also zumindest sehe ich da in ihrem Leben keine Veranlassung. So jemand, der Schlimmes auf sich geladen hat, karmisch, der wird mit der Konsequenz der Taten geboren, aber auch mit dem Willen und der Kraft, die er entwickelt hat, um überhaupt so ein Verbrecher zu werden. Diese Macht kommt auch mit in Iskandars permanenten Atom. Die hilft ihm, sein Leiden geduldig abzutragen oder auch ungeduldig, egal. Die hilft ihm, mit der Situation fertig zu werden. Und wenn er hier solchen Vorträgen zuhören könnte, dann würde er verstehen, und könnte seine Willenskraft noch stärker einsetzen, das Leid zu ertragen, was man hat. Ja, wenn einer mit AIDS geboren ist, ist er geboren. Was willst du denn machen? Natürlich kann er sich mit Fragen quälen. Warum? Wieso? Weshalb? Wer? Was? Ja, ohne Buch des Lebens wirst du das eh nicht verstehen. Wenn man es mal versteht, meine Lieben, dann weiß man. Und dann weiß man, dass man die Kraft, die man benutzte oder erlangte, um das Böse zu tun, jetzt wieder, denn diese Kraft ist eigentlich an sich ganz was Neutrales. Versteht ihr das Beispiel mit dem Messer? Ich kann einen Apfel schälen, ich kann jemanden erstechen. Das Messer ist diese Kraft ist das, oder das Wollen, das Messer zu halten, wie auch immer, ist etwas ganz Neutrales. Und damit wird man wieder geboren und damit bewältigt man die Probleme der vergangenen Existenz. Karma und Reinkarnation, meine Lieben. So funktioniert die Maschine. Das ist die Logistik. Wenn wir einen Durst befriedigt haben, ein Wollen,
Und meine Lieben, bevor wir konsequent dazu kommen, wie man das Wollen benutzt, um nichts mehr zu wollen, falls man das will. Na gut, ich sag's vorneweg schon mal ein bisschen. Wollen und Nichtwollen sind keine exklusiven Qualitäten eines Menschen. Er kann die Akte setzen, etwas zu wollen oder nicht zu wollen. Aber auch das Wollen bist du eben nicht. Und genau da irrte Schopenhauer. Er gesagt hat, du bist das Wollen. Du kannst gar nicht ändern. Du bist das Wollen. Du willst etwas, das ist dein Wesen. Nein, das ist nicht dein Wesen. Das ist etwas, das du gesetzt hast, als du in die Materie fielst. Hast du Entscheidungen getroffen, die sich dann dazu ausbildeten. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ja? Da muss man heute auch einmal ein bisschen, meine lieben Krishnaiten und Upanishaden-Fans, da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu, den Gedankenfehler, den eure Upanishaden machen. Obwohl das hochgeistige Schriften sind. Es mangelt ihnen aber der Lehre des Buchs des Lichts. Das ist eben prävedische Wissenschaft. Und deshalb sind die da stecken geblieben. Die anderen sind in der Tatsache stecken geblieben, dass sie sich mit etwas identifiziert haben, was sie gar nicht sind und dass sie dann wollen und dass ihnen auch wieder entrissen wird. So, jetzt war ich hoffentlich unverständlich genug. Meine Lieben, ich weiß, dass das ist alles viel zu früh. Das wurde mir diktiert und ich habe immer gesagt, kann ich nicht in 1000 Jahren wiederkommen? Und dann schreibe ich es. So, also, da, und da zitiere ich jetzt mal, wie die Veden den Irrtum begehen, dass auch ein Mord eigentlich gar nicht schlimm ist. Denn sie sagen, die Veden sagen zunächst einmal, du bist ein geistiges Wesen. Ja, das stimmt, müssen wir sehen, was man mit geistig meint. Die meinen noch und wissen es nicht. Die letzte Hülle der Wesenheit, nachdem sie den, oder die erste, die sie angenommen hatte, nachdem sie den Urgrund verließ, das hochgeistige, die hohen geistigen Wellen, die Himmel, Welten, die Himmel der Religionen und so weiter und so weiter. Die man aber nur erleben kann mit dieser Geisthülle. Da haben sie gesagt, Tatvam Asi. Das bist du? Das bist du? Buch des Lichts, der bist du auch nicht. Ja, was bin ich denn? Falsche Frage. Frag, was bin ich nicht? Wenn ich wissen will, wie bin ich denn nackt, dann muss ich mich eigentlich fragen, wie bin ich denn, wenn ich nicht nackt bin, dann bin ich angezogen. Gut, dann ziehe ich das aus, 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 dann bin ich nackt. Erstmal als Beispiel. Aber ohne mich zu lösen von diesen Beilegungen, meine Lieben, und ich rede doch nicht von Selbstmord, ich rede von Meditation. Und unser lieben Nilakanta danken wir doch auf ewig, dass sie uns hilft, all dies zu verstehen. Mit diesen Videos. Das beinhaltet auch die Frage, es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht hässlich sein, ich will schön sein. Das ist eine irrige Entscheidung oder Annahme. Denn auch schöne Menschen sind hässlich. Spätestens dann, wenn sie von den Maden gefressen werden, sollen sie mal anschauen. Also auch sogenannte schöne Menschen sind eigentlich zukünftige Hässlichkeit. Wer es zu fassen vermag, der fasst es. So, und da sagen dann diese Veden, weil die sagen, ja, der Mensch ist Geist und das ist alles ganz durchlässig und so, ja, das stimmt, ja, und da sagen sie, wenn auch einer mit scharfem Schwerte einem anderen das Haupt abschlägt, oh, so raubt keiner irgendwem das Leben. Nur eben zwischen dem Abstand der 7 Elemente fährt das Schwert hindurch. Ja, so gesehen. Und der Teil der monadischen Reflexion, die anhaftet, das tut nicht weh. So einem Weisen würde ich mal sagen, hast mal eine Nadel, ich pick dich mal in den Po. Mal sehen, ob du da noch... Ja, natürlich ist es eine vergängliche Illusion, aber als solche existiert sie.
und schmerzt in der Weise, in der wir anhaften. Ja? Ich muss ein bisschen aufpassen, meine Lieben, mit meiner Stimme. Ich komme gerade von einer Tournee und in ein paar Tagen geht's weiter. Und so. Ich wundere mich, dass ich überhaupt noch einen Ton rausbringe. Aber die Leute sagen, du singst ja wie früher. Entweder hören sie schlecht oder sie haben recht. Naja. Diese Veden sind darum auf halbem Weg stehen geblieben. Kann man sagen. Denn alles verlässt den Urgrund und kehrt wieder zurück. Aber die machen sozusagen eine, der Zug fährt nicht nach nirgendwo, sondern eine Station davor hat. Und man identifiziert sich mit einer Hülle, anstatt mit dem Kern. Ja, wenn die Leute schon wissen wollen, wer bin ich, dann wollen sie bitte den Kern, ja? Wenn ich also wissen will, wie es ist, wenn ich nackt bin, kann ich nicht, auch wenn es nur ein dünnes Unterhemdchen ist, das anbehalten. Also, die Veden sind stecken geblieben, schreibe ich in der Sinn des Lebens Nirvana. Zitiere ich jetzt zusammenfassend. Ja. Weil diese Bestandteile, aus denen der Mensch besteht, aber nicht der wahre Mensch, sondern denen haftet er nur an, so wie ich nicht meine Kleider bin, sondern sie nur anhabe, das wird im Buch des Lichts die Upadis genannt. Und das heißt ganz klar, meine Lieben, das englische Buch des Lichts lehrt Sanskrit. Und im Deutschen wird das auch bald erhältlich sein, übersetzt von Elke Straube. So, und das ist Upadi. Und das ist ein ganz interessantes Wort. Es heißt, es bedeutet Beilegung. Ja. Damit erleben die Brahmanen und die Krishnaiten eben den höchsten Geisteszustand innerhalb der manifestierten Welt. Wer aber den Kern will, der muss die Hülle loslassen. Bist du bereit dazu? Ja, spätestens dann, wenn man sich in den Todesschmerzen krümmt, sagt man, ja, ich habe zwar verstanden, aber ich will doch lieber bleiben. Immerhin hat man schon mal in die richtige Richtung gedacht. Ja? Gut. Also da geht es, da kann man nicht wirklich erlöscht sein. Seht mal, und die Leute haben da eine Angst vor dem Begriff Erlöschung. Die denken, ja, wenn ich erlöscht bin, dann bin ich nicht mehr da. Ich will nicht erlöscht werden. Ich will lieber wieder reinkarnieren, anstatt erlöscht zu werden. Nee, danke. Aber mit Erlöschung ist doch nur gemeint das Verlangen nach dem, was man nicht ist. Das Verlangen ist erlöscht. Aber doch nicht der, der nicht mehr verlangt. Oder den es nicht mehr verlangt. Oder doch nicht der, der nichts mehr will. Nur weil ich nichts mehr will, bin ich doch nicht weg. Oder? Ich will nur nicht mehr. Wie ist das, wenn ich nichts mehr will? Wie ist das, wenn mich nichts verlangt? Das ist doch alles Theorie. Nö, das könnte man in der Meditation erleben. Ein Stündchen am Tag Seelenatemmeditation. Ein Stündchen sich sogar lösen vom Denken. Denn auch das Denken ist Materie, auch das verfließt, vergeht. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Naja, und darum ist eben diese Brahmanenlehre an sich illusorisch. Tja, liebe Brahmanen, es tut mir leid. Denn ihr haftet immer noch an. Könnt ihr ja an die Krishnaiten weiterleiten, dieses Video. Die glauben, dass Krishna unsterblich ist in der Form. Keine Form ist unsterblich. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, sagt es in der Bibel. Ja, dann denkt man ein bisschen weiter. Auch ein höchster Gott muss sich zurückziehen in den Urgrund, wird eingezogen. Das ist der zeitlos ewige kosmische Atem. Wir wissen ja, meine Lieben, drei Dinge sind zeitlos ewig unerschaffen. Da gibt es keinen außerkosmischen Schöpfer Gottes. Quatsch. Urmaterie, alle Wesenheiten und der Urgrund. Ja, genau der.
Also das ist der Gegensatz vom Buch des Lichts zum brahmanischen Lehre, dass man eben, dass die Brahmanen noch an einem Nicht-Ich haften, an einem Anatta. Und das Buch des Lichts sagt, es ist möglich, sich zu lösen. Dazu müsstest du aber zuerst einmal den Willen haben. Da kommt wieder das Wollen ins Spiel, meine Lieben. Wenn ich aber die absolute Lösung erlangt habe, da brauche ich kein Wollen mehr. So überwindet man das Wollen mit dem Wollen. Ja, schaut euch in der Welt um. Schaut euch diesen Misthaufen an. Diesen Saustall, in dem die Menschen leiden. Eine geisteskranke Welt, regiert von geisteskranken Politikern, Bankern und Priestern. Ja, es gibt schöne Momente. Natürlich geht es mir besser als einer, der irgendwo verreckt. Ja, weiß schon. Nur auch dieses Bessergehen beobachte ich mit sehr distanzierten Augen. Ich war jetzt 4 Tage auf Tournee. Ja, da haben die Menschen getrampelt und getobt. So. Also das Ideal der Brahmanen ist ja, die sagen, da ist das Losgelöste. Die meinen damit die Supermonade. Ihr wisst vom Buch des Lichts, was ich meine damit. Den ersten Geist, der den Urgrund verlässt und sich in die Materie stürzt, den tiefen Sturz, den Sturz in die Tiefe wagt, der Materie, sie einteilt, um vorzubereiten für die Nachkommenden, damit die auf ihrer Bewusstseinsebene sich manifestieren und ihren Lebensdurst ausleben können. Und wer keinen mehr hat, der verlässt den Urgrund nicht mehr. Und wenn er ihn verlässt, dann auf einer so hohen Ebene, dass er jederzeit wieder zurückgehen kann oder sagt, na gut, dann bleibe ich hier und helfe anderen, um ihnen zu zeigen, wie dumm sie sind, etwas zu wollen, das ihnen immer wieder entrissen wird. Und meine Lieben, so ist natürlich ein Buddha ein Tathagato, das ist einer, der den Weg bis zum Schluss, bis zum Urgrund zurückgelegt hat. Und er könnte uns ein Beispiel dafür sein. Wir können auch wiederkommen, kein Problem. Nur dann eben mit der richtigen Maßgabe und geleitet durch die Lehre, dass wir vielleicht gewisse Dinge nicht mehr tun, die wir vorher getan haben. Also die Brahmanen machen einen Schritt vor dem Urgrund halt. Ich muss das immer wieder, einreiben, meine Liebe. Tut mir leid. Naja, so könnte man das verstehen. Denn, und da müssen wir jetzt dazu kommen, der Wille, über den wir auch sprechen, der ist die Macht, uns herauszunehmen oder wieder zurück in die in die materielle Welt. Und zu der materiellen Welt zählen wir übrigens auch die himmlische. Ne? Es gibt gar nichts anderes außer Materie im manifestierten Universum. Ein Gedanke, ein Geistesblitz, ein Dies und das, nur Materie. Da werden die Materialisten sich freuen, sagen, oh, siehste, es gibt nur die Materie. Nee, es gibt noch was anderes. Es gibt die, die sich in die Materie stürzen, die sich mit ihr identifizieren, die Formen verursachen, und von anderen dabei assistiert werden, die gibt es. Das Buch des Lichts lehrt aber, du bist jenseits dessen, womit du dich bis jetzt identifiziert hast, jenseits der ganzen Welt, jenseits Himmel, Erde und Hölle. Ja? Und wenn du dir das dessen bewusst bist und durch die Lehre das wirklich erkennst, dass du das Veränderliche, Vergängliche nicht bist, wirst du ihm a. entweder nicht mehr so anhaften, b. dich lösen wollen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wiederkommen oder nicht. Sonst gibt es überhaupt nichts. Thank you.
There is a place where you can always stay. If you need me, I will be there night and day. When you're alone, all on your own, when you have nowhere to go, I will be there. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. Now you say you don't need me, you're so strong. The day shall come and you will see that you were wrong. You will fall down on your knees and you will cry, oh help me please, and I'll be there. 'Cause I'm the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. On stormy sea, heading to the shore, you are drifting towards me. Open up the door. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. Ich bin entweder nackt oder ich zieh mich an, oder? Meine Lieben, wenn ihr euch mit der Lehre befasst, immer einfache Beispiele bringen. Was kann ich einem Menschen sagen, wenn der mich fragt, habe ich zwei Möglichkeiten, mich zu präsentieren physisch? Ja, nackt oder angezogen. Was denn sonst? Und die Entscheidung, ob ich nackt bin oder angezogen, die trifft wiederum ich. Na, ich kann nicht nackt ins Büro kommen, obwohl, vielleicht wäre das mal eine neue Möglichkeit. Naja. Aber viele wollen die Wahrheit nicht sehen. Das wäre dann die nackte Wahrheit. Ja? Also ich bin jenseits dieser Welt und habe eigentlich gar nicht die Fähigkeit, ohne ein Medium mit ihr in Berührung zu kommen. Also sie zu empfinden, wahrzunehmen, mich ihrer bewusst zu sein. Oder ich sag mal so, die Welt zu erkennen. Als erstes ist das Wollen. Wir verlassen den Urgrund. Warum? Nicht wissen, sagt das Buch Delis, über das Leidvolle der ein notwendiges Nichtwissen. Denn durch das Wissen mit dem Kontakt mit der Materie erfahren wir das Leidvolle, reiben uns am Vergänglichen und werden uns mehr und mehr unserer zeitlos ewigen Göttlichkeit bewusst. Wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid, sagt Jesus. Schon in der Bibel. Das sind aber alles Dinge, meine Lieben, so wie ich nicht das Messer bin, mit dem ich den Apfel schäle oder jemanden ersteche, ja,
So bin ich auch nicht. Mein Bewusstsein und die Erkenntnis, das sind Dinge, die entstehen erst, und darüber will ich jetzt sprechen. Viele Menschen sagen, ich bin mein Bewusstsein, ich bin mein Erkennen, gar nichts bist du. Jetzt ist mal Schluss mit dieser halbgaren Pseudo-Esoterik, die ganz YouTube verseucht. So. Du bist weder Empfindung und Wahrnehmung oder Bewusstwerdung oder Erkennen, weil du jenseits der Welt bist, in der man erst fungieren und agieren kann, eben durch Empfindung, Wahrnehmung, Bewusstsein und Erkennen. Ja. Wenn du erkennen wärst, dann würde es gar kein, da wird es gar keine Erkenntnistheorien geben. Dann wirst du so sofort, das ist das. Weißt du aber nicht, wenn du 100 Meter was erkennst und denkst, ach guck mal, ist ein kleiner Junge, kommst näher ran, ist ein Zwerg. Aha. Also war dein erster Erkenntnisschritt nicht richtig. Auch die Erkenntnis ist etwas, was man sich erstmal aneignen muss, mein Lieben. Dieser simple Vorgang der Erkenntnis. Naja. Also, wenn du Erkenntnis wärst, wirst du keine Erkenntnistheorien aufstellen, da wäre alles ganz klar. Ja. Kaum jemand fragt, warum das Wasser nass ist, dann wäre eben das Erkennen dein Wesen. Damit wäre alles sozusagen, tja, erschöpfend bestimmt. Also ist das Erkennen, das bist du auch nicht. Wir müssen wirklich ganz klar, wisst ihr, mein Lieben, ich rede nur so detailliert, um die Grenze zwischen Atta und Anatta zu zeigen, zwischen dem Wesen und dessen, was es nicht ist. Und je mehr ich in dir dies erwecke, umso weniger lässt du dich einfangen von dieser vergänglichen Illusion, der ich doch so oft zum Opfer gefallen bin. Weil ich dachte, da ist das Glück. Ja. Ja, wenn ich aber das Erkennen gar nicht bin, wie komme ich denn dazu? Mal fragen. Das wollen wir jetzt mal anschauen. Das Erkennen ist mir wesensfremd. An sich. Sogar das, oh, das ist ein Auto, das ist ein Haus, das ist das. Dieser Vorgang ist wesensfremd. Wisst ihr warum? Weil er von dem Körper ausgeübt wird, von dem Organ, das ich ja essentiell nicht bin, lehrt das Buch des Lichts. Damit habe ich mich nur umgeben, so gut oder schlecht wie es ging, durch den Fall in die Materie. Und je nachdem, wie oft ich da war, umso besser ist der Erkenntnisvorgang. Versteht ihr das? Ist aber nicht mein Wesen. Überhaupt nicht mein Wesen. Und schaut mal. Wenn ich etwas erkennen will, muss ich das erstmal empfinden und wahrnehmen. Kann ich sagen, ich habe ein Auto erkannt, wenn ich nicht wahrgenommen habe, ob das ein Auto ist? Zunächst mal. Also, immer die Stufen bedenken. Die Anhaftungsstufen, die uns immer weiter weg von uns selbst führen. Weil Erkenntnisvorgänge von innen nach außen gerichtet sind. Weg vom Selbst. Das Selbst kann sich doch nicht erkennen. Es ist doch das Erkennende, in dem Falle mal vorsichtig gesagt. Es ist umgeben vom Körper, der Erkennungsvorgänge hat. So gesehen ist das Selbst nicht mal das Erkennende, sondern es ist verhaftet mit einem Instrument, welches erkennt. Eins erkennt besser, das andere schlechter. Ja, da kommt drauf an, wie viele Inkarnationen, wie oft habe ich missbraucht, dies und jenes und so weiter. Ein Mineral erkennt auch, eine Pflanze erkennt auch. Und für die Monade in der Pflanze zum Beispiel ist der Erkennungsvorgang zunächst mal das, that's it. Mehr und mehr lernt es dann, auch sich vom Erkannten zu lösen.
Das heißt aber, um zu erkennen, muss man empfinden und wahrnehmen, nicht wahr? Und empfinden und wahrnehmen heißt also, man muss erstmal, und schon schließt sich der Kreis, wollen. Man muss wahrnehmen wollen, meine Lieben. Dieser Wollensvorgang ist uns essentiell gegeben in jemandem, der eben den Urgrund verlässt. So ist das nun mal. Brauchst du ja nicht mehr zu wollen, wenn du das leidvoll erkannt hast. Du brauchst nicht mehr wiederzukommen. Wiederkommen zu wollen. Brauchst du nicht. Ich sagte, ja, Lanu, warum machst du dann? Ich zeige euch was. Oh Gott, nee, hier, da habe ich's. Hier, Stargast Christian Anders, Tournee. Da bin ich. Ja, warum willst du denn das noch? Das geht euch überhaupt nichts an. Ich gebe nur die Lehre weiter. Selbst wenn ich lehren würde, bei Rot geht man nicht über die Straße und ich gehe doch über die Straße, das ist meine Sache. Braucht ihr einen vollkommenen Guru? Geht zum Dalai Lama. Der wird euch buchstäblich die Flötentöne schon beibringen, das sage ich euch. So. Wir sind also jenseits der fünf Gruppen, jenseits der Persönlichkeit. Ganz klar, der Körper ist nicht, das bist du nicht. Du magst dich damit identifizieren, kein Problem. Und darum ist das Erkennen dir genauso wesensfremd wie alles andere. Und um empfinden und wahrnehmen zu wollen oder erkennen zu wollen, musst du das erstmal wollen. Und wenn so ein Wille aufsteigt, Entschuldigung, dann, soll ich sagen, dann ist dir möglich, durch den physischen Körper, ja, kannst du dann erkennen, ja, das stimmt. Wenn ich mir einen Taucheranzug anziehe, kann ich 110 Meter tief tauchen, 20 Meter, oder kann mit der Atemflasche lange im Wasser bleiben, das kann ich so nicht. Das kann ich nur, wenn ich mir etwas aneigne, was ich essentiell nicht bin. Die heilige Lehre des Buchs des Lichts kann zurückgeführt werden auf ganz einfache Beispiele. Nun stirbt der Mensch. Ich früher als ihr, wahrscheinlich. Wenn ich noch an etwas hafte und mir nichts vormache, und ich sage, oh, ich möchte es nicht mehr, weil ich spüre es nicht mehr. Ja, denkst du, Puppe. Dann würde man es noch dürfen, dann würde man es wollen. Gib mal einem Sterbenden eine Pille und sagt, hier hast die Pille, dann wirst du sofort leben und wirst immer gesund. Was meinst du, wie schnell der die Pille nimmt und die letzte Ölung vergisst? Und dem Pfaffen wird er auch wegtreten. So ist nun mal. Aber die meisten Menschen wollen. Seht mal, meine Lieben. Ich will ja nur mal ganz sachlich, obwohl ich manchmal ein bisschen emotional werde, will ich das nur klar machen. Das Wollen führt zur Reinkarnation. Die Leute fragen mich immer, warum kommt man wieder? Na, weil du willst. Viele werden sagen, ja, ich will doch hier, ich wollte nicht wiederkommen, dieses Elend. Arm unter der Brücke oder dies und jenes und das und jetzt habe ich den Salat. Nö, du hast das so nicht gewollt. Aber du hast etwas gewollt, das das verursacht hat und verursacht. Ja, wenn es so ist, warum erinnere ich mich nicht? Erinnerst du dich, als du im Bauch deiner Mutter warst an die Zeit? Nach deiner Logik wurdest du, da warst du nie drin. Also, befasst euch mit der Lehre. Nutzt jede Sekunde. Schaut nicht die Lügenmedien an und den Quatsch. Ja, schaut auch nicht, ich rede jetzt als Nanu, schaut auch nicht Christian Anders an. Wenn ihr wirkliche Loslösung noch in diesem Leben wollt, dann hört euch nicht Christian Anders an, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Dann hört bestenfalls den Mantra, um dann wieder sich der Loslösung zu widmen. Unterstützt durch die Lehre. Schaut mal, mein Körper ist doch ein Apparat der Erkenntnis, der Wahrnehmung. Mit dem nehme ich wahr. Und die Monade, die Wesenheit, erfährt nur diesen Prozess, sie nimmt selber nicht wahr. Ich weiß, das ist das Schwierigste. Oder können die Brahmanen und die anderen, die können sich nicht lösen von dieser Vorstellung.
Auch die lieben Christen und Muslime sagen, ich bin ein geistiges Wesen. Ja, ja. Ja, wenn du das sein möchtest und wenn du unbedingt in einem Allah-Himmel oder einem christlichen Himmel kommst, da kannst du wiederkommen, das funktioniert. Aber glaub nicht, dass du da erlöst bist. Du kannst jederzeit wieder rausfallen. Wo war denn der erste Krieg? Ich vermute im Himmel, oder? Sagt die Bibel. Sagt der Koran. Nun ja, so ist also dieser Apparat, mit dem erkennst du, mit dem fühlst du, mit dem denkst du, mit dem machst du das und das alles. Aber du selber bist kein Fühler und Denker. Du setzt nur diese Aktivitäten, um den Apparat in der Richtung in Bewegung zu setzen. Das Erkennen selber ist dir eigentlich fremd. Deshalb musst du es üben. Immer wieder bringe ich das Beispiel, das ist dir so fremd, als wenn du, was da hinten kommt, da hinten ist eine Gruppe von 5 Menschen, dabei waren es 5 Pappfiguren, von hier kann ich das nicht erkennen. Also ich muss immer einen Erkenntnisvorgang, meistens, immer wieder berichtigen. Guck mal die Frau da, die ist 70 Jahre alt, dabei ist das gerade mal eine, die sich geschminkt hat, extra alt gemacht hat. Was weißt du denn? Du kannst mit Erkennen nicht den Kern erkennen, niemals. Und darum ist das ein Betrug mit dieser Selbsterkenntnis, ja, diese pseudo-esoterischen Quatschköpfe auf dem Netz. 500 Euro, nein, oder 300 Euro pro Stunde kannst du dich selbst erkennen, gar nichts kannst du. So, und meine Lieben, man kann das Denken natürlich so gebrauchen, dass es einen immer weiter weg zur Wahrheit führt. Schaut mal, den Denkvorgang, den ich jetzt in euch hier anrede, in diesem Vortrag, der geht nach innen, soll der gehen nach innen, nach innen. Kann man nach innen lauschen, meine Lieben? Ja, wenn ich meine Ohren umstellen könnte, innen rein, wenn ich die Augen umdrehen könnte und dann... Können hier nach innen schauen, das ist natürlich Quatsch. So geht's nicht. Wenn ich nachts mit dem Auto fahre und ich drehe die Scheinwerfer um, kann ich gar nicht sehen. Das heißt, ein Erkenntnisvorgang geht nur nach außen. Alle Organe sind von innen nach außen, entwickeln sich bereits in Utero so. Das Einzige, was ich machen kann, wenn ich das Innen erfahren will, ist mich vom Außen zu lösen. Natürlich nicht durch Selbstmord, sondern durch Meditation. Also, an sich ist uns eine Erkenntnistätigkeit fremd. Sie ist wesensfremd. Alles, was du hier tust, ist eigentlich wesensfremd. Darum tust du es ja und denkst, oh, diese Welt, oh, dieser Körper, und guck mal, das Weltall, und was alles da draußen ist. Wenn das dein Wesen wäre, dann würdest du es mit einem Blick kapieren. Das ist der Mond, da passiert dies und das, das ist die Sonne, da passiert gar nichts. Das Buch des Lichts lehrt dich das. Aber nicht, damit du weiter anhaftest, sondern damit du entweder maßvoll damit umgehst oder dich davon löst, falls du es denn so willst. Wir raten hier niemandem was. Gottes Willen, ihr könnt doch so oft wiederkommen, wie ihr wollt. Ihr könnt meinetwegen auch die Hölle erlangen oder den Himmel, was ihr wollt. Die Möglichkeit ist doch hier gegeben. Die Möglichkeit des Wollens, aber auch seiner Konsequenzen. Und deshalb ist das Buch des Lichts das Buch der Konsequenzen, meine Lieben, das darf man nicht vergessen. Einerseits der Handlungen, das ist ein Band davon, und andererseits der Konsequenzen. Und darum kann das Denken natürlich auch zum Unheil führen. Das sehen wir doch in der Welt hier. Nehmen wir mal an, ein durch Gier versetztes Denken, oft hochintellektuelle Menschen haben das, das schreckt die doch nicht vor Mord zurück, völlig egal. Ein Kriegsminister wird auch nicht davor zurückschrecken, 1 Million Leute in den Krieg zu schicken, dass die da umgebracht werden oder andere umbringen. Hauptsache, er hat sein Pöstchen. Ja? Schaut euch doch mal unsere inkompetente Verteidigungszwergin Ursula Leyen an. Das von der habe ich ja jetzt abgenommen, weil das muss man sich erarbeiten. Jemand, der die Welt betrügt und sagt, er ist ein Doktor, und alle Professoren sagen, die Frau, die ist... Dagegen ist ja der
der zu Gutenberg ein Superprofessor und der hat Plagiat betrieben. Komm. Mädel. Ja. Und ihr von der Bundeswehr solltet euch was schämen. Ich hatte euch einst ausgebildet in meiner Schule in München. Nahkampf auf engen Räumen mit sofortiger Todesfolge. Ich habe damals schon gesagt, passt mal auf, wenn die Russen kommen, da könnt ihr aber laufen. Ihr lahmen Säcke. Das sage ich jetzt nicht, um die Bundeswehr zu beleidigen. Aber ich sage den Obersten dort, was bist du? Bist du eierlos? Dich von so einer inkompetenten Zwergin befehlen zu lassen? Manche Leute meinen, so wie es übrigens jetzt in Frankreich mit den Gelbwesten, die sagen, das Militär soll übernehmen. Man könnte sich das fast hier auch wünschen. Was habe ich jetzt gemacht, meine Lieben? Ich bin emotional geworden. Genau das darf man eigentlich nicht, wenn man sich mit der Lehre befasst. Nehmt mich nicht als Vorbild. Das Buch des Lichts wird nicht emotional. Oh, jetzt ist es hingefallen. Das geht natürlich nicht. So. Also, wir sind immer noch beim Wollen. Ihr Bundeswehrsoldaten, wollt ihr wirklich Ursula von der Leyen? Also, manchmal denke ich auch, ja, gut. So, und jetzt kommt's aber, meine Lieben, ganz wichtig. Schopenhauer hat gesagt, der Mensch ist das Denken. Kommt der Angeklagte zum Richter und sagt, Euer Ehren, ich bin aus Überzeugung Verbrecher. Sobald ich was sehe, muss ich einbrechen. Wenn ich sehe, dass jemand Eigentum hat, das muss ich dem nehmen, so denke ich. Vielleicht ist er sogar ein Professor und hat Schopenhauer studiert. Und hat gesagt, Schopenhauer sagt, der Mensch ist, ich bin das Denken, sagt er, Euer Ehren, bitte. Bedenkt das. Und entsprechendes Urteil. Also da freigesprochen, der Mann ist das Ding. Der kann doch nichts dafür. Wenn es eine Religion gibt, der Gott hat ihn so gemacht. Bitteschön, da, jetzt. Macht das mit Gott ab. Und alle Richter lassen alle Angeklagten frei laufen und sagen, das ist ganz normal. Ja? Aber, meine Lieben, ich bin natürlich auch nicht das Denkende. Denken ist nicht der Ausfluss meines Wesens. Ich will denken. Oh. Das mag so sein. Das mag so sein. Ja. Wenn ich wirklich so, wenn das Denken mein Wesen wäre, könnte ich ja ganz klar erkennen und das Erkannte einordnen. Dann könnte ich, mein Organ erkennt da hinten etwas und sagt, das ist ein Pferd. Wenn ich näher rankomme, ist nur ein Esel. Also, falsch erkannt. Nur mal als Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele noch, die oft aufgeführt werden. Etwas fliegt ganz oben, sage ich, das ist ein Düsenflugzeug. Ja, wenn es weiter runterkommt, ein riesen Düsenflugzeug, wenn es weiter runterkommt, sieht man, es ist eine Propellermaschine oder so. Jetzt nur mal als Beispiel, ja. Wir müssen ständig neu checken und beurteilen, wenn wir etwas erkennen wollen. Wenn ich ein Kreuzworträtsel löse, ja, so, was ist die Hauptstadt von Peru? Jetzt sagt einer Bima, so ein B, ja, aber dann stimmt das andere nicht, da heißt nämlich, was ist Gegenteil von leise, laut, dann könnte es L sein. Lima? Ja. So. Also denken. Und dann verstehen wir auch, meine Lieben, das Sprichwort, das afrikanische Sprichwort, das Denken ist das Allergrässlichste. Entschuldigt, wenn ich manchmal so schnaufe und, naja. Ich möchte es nicht. So, und dann natürlich, meine Lieben, und da komme ich gleich mal zum Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Heiligen. Der normale Mensch wühlt sich durch diese Welt hindurch, durch diesen Schlamm, und um das zu tun, muss er ja denken.
Da ist das, ach so, da denke ich, da gehe ich dann dahin. Aber da ist das, da denke ich, ich bleibe mal wieder stehen. Jo, wenn die beiden weg sind, denke ich dann, ich gehe geradeaus, also denke ich und gehe geradeaus und so weiter. Ein Heiliger, der Erlösung will, der will auch nicht mehr denken. Radikal im Extremfalle. Pratyeka Buddha. Der sitzt nur da und meditiert. Jetzt könnte man sagen, das will er ja auch, ja, aber das lässt, das, da kommt ja dann auch ein Loslösungszustand, der so weit geht, dass er das einzig angemessene Ziel erreicht und dann will er auch nicht mehr. Das heißt, das Wollen führt ihn zum Nichtwollen und zum nicht mehr wiederkommen wollen und damit zum nicht mehr wiederkommen. So funktioniert die Maschine. Naja. Für den Heiligen war das Denken wichtig. Ja, vielleicht viele Leben lang war er Heiliger, Priester, Wissenschaftler, bla bla bla. Und jetzt hat er gesagt, das führt zu nichts. Ich wühle im Schlamm, ich wühle im Kot. Oder wie ich einst so respektlos in einem Video sage, ich gequirlte Scheiße, Entschuldigung. Verdauter Kot. Hat einer argumentiert, ja, Kot ist ja schon verdaut. Falsch, der ist im Darm drin und wird weiter nochmal weiterverarbeitet. Oder wenn du auch willst, zukünftige Leiche, du identifizierst dich mit einer zukünftigen Leiche. Ja, bist du denn von Sinnen? Und man kann natürlich auch den Raum erkennen, das ist ganz klar, gibt's alles auch. Man kann ihn erkennen wollen. Das Wollen führt mich aus dem Urgrund heraus. Das wie Märchen, geht nicht in den Wald, Hänsel und Gretel, sagen wir so, vielleicht. Nö, wir wollen. Ja. Und erkennen tun wir doch auch nur begrenzt, meine Lieben. Ich sage immer, jede Katze hat bessere astrale Sicht als ein Mensch, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das Erkennen wird durch die Denktätigkeit ausgelöst. Ja? Und dann verarbeiten wir das, was wir erkannt haben. Ich erkenne eine schöne Frau. Ein junger Mann erkennt eine schöne Frau. Sagt, oh, ein schönes junges Mädchen. Die möchte ich haben. Mit der möchte ich Kinder haben. Mit der möchte ich zusammen sein. Also entwickelt sich in ihm eine Motorik, das Erkannte zu wollen. Muss ich deutlicher werden? Die Zeit mag kommen, wo er sagt, das Erkannte hätte ich lieber nicht wollen sollen. So lernt der Mensch. Wie denn sonst? Wie? Es sei denn, es juckt mir die Nase. Das bedeutet Wahrheit. Die Lehre. Da das aber so nicht für jeden ist, ach, ich sag heute für niemanden. Ich habe immer gesagt zu meiner Verlegerin auch, mach's nicht, lass. Weißt du was? Sag ich, vererbe es deinen Ur-Ur-Ur-Urenkeln und dann veröffentliche es. Es ist zu früh. Also das Erkennen wird durch eine Sinnestätigkeit ausgelöst dann. Das erkenne ich dann, eine Struktur, einen Gedanken. Gedanken erkennt man auch, oder? Ein Gedanke kommt in euch auf. Wie wollt ihr den denn wahrnehmen, wenn ihr ihn nicht erkannt habt? Das sind alles eigentlich euch wesensfremde Aktivitäten, mit denen ihr erst einmal zurechtkommen müsst. Schaut mal ein kleines Kind an, das erkennt den Mond. Aber es kann noch nicht die Entfernungen abschätzen. Er hat noch nicht ein Wissen darüber. Also greift es. Aber die Priester waren früher so blöde, die Pfaffen. Die haben gelehrt, der Mond ist nicht größer als eine Hand, weil wenn sie die Hand so ausgehalten haben, konnten sie den Mond nicht mehr sehen. Also haben sie gesagt, der ist nicht größer als die Hand. Und diese Knallkörper, Entschuldigung, sorgen heute dafür, dass andere Verwirrte denken, die Erde ist eine Scheibe und so weiter. Meine Lieben, die größte Teil der Menschen wird dumm geboren, lebt dumm und stirbt dumm.
und darf das haben, die Sklavenhalter, genau das wollen sie. Und darum lassen sie auch die ganzen Flüchtlinge rein, damit wir richtig verblöden und vertieren. So ist das. Und darum dieser Migrationspakt. Man könnte fragen, wenn die Flüchtlinge, wie sie alle Flüchtlinge aus anderen Ländern holen sollen, wer ist denn da in den Ländern dann? Leer! Sorgt lieber dafür, dass die Zustände sich dort verbessern. Und das geht nicht ohne zinsfreies Geld. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ach Gott. Ich weiß, warum der Johann mich Tölpel genannt hat. Tölpel, Anu. Schweig und schreib es, was ich dir diktiere. The light in you, the light in you, the light in you. In you, tossing and turning inside your burning, longing to reach the goal. All your illusions turned into confusion, and you don't know anymore what to do. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever you do. Looking for answers where you can't find them, you were too blind to see. It's all inside you, once you decide to listen to the truth in you, in you. You don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, you don't need anything else than the light in you. You don't need anything else than the light in you. Wherever you are, wherever you go, whatever. Und meine Lieben, das ist ganz klar übrigens, auch das sogenannte Geistige, das wir denken, ist natürlich nichts anderes als verfeinertes Materielles.
Und bevor die Materialisten sich zu früh freuen, sage ich, die Wesenheit selbst, die sich klammert an der ganzen Sache, die ist nicht materiell. Wir zögern, sie überhaupt zu benennen. Wieso denn? Wenn zwei schlaue, 30, 10 schlaue Leute zusammensitzen und wollen sagen, das ist ein Apfel. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ist der Kern dieses Apfels? Und sie schreiben Doktorarbeiten. Ein sagt, der Kern ist länglich, der andere sagt, nee, ist ein bisschen kleiner. Naja, aber die Kerne, die könnten so, jetzt kommt ein Fünfjähriger vorbei und sagt, was macht ihr denn hier? Und schneidet den Apfel durch und sagt, da ist der Kern. Hat alles entfernt sozusagen vom Apfel, was der Kern nicht ist. So. Wisst ihr, meine Lieben, und das Interessante zum Beispiel von Gedankenübertragung und so, Gedanken sind ja Dinge, ist Materie. Ist unter anderem, so kann man auch Gedanken übertragen und übertragen sie sich auch bewusst oder unbewusst, schwarze Magie, weiße Magie, nichts anderes als Materie in Bewegung. Glaubt es mir! Glaubt es mir. Und darum ist der Raum natürlich auch was Materielles, das ist ganz klar. Und der Raum ist ja auch die Zusammensetzung aller Wesenheiten, eine Manifestation. Die empfinden wir dann als Raum. Und da gibt es eine Ebene, die das möglich macht. Und seht mal, durch den Erkenntnisvorgang, ich habe das mit dem jungen Mann vorhin gesagt, ist wunderschön, ist, hat auch zu tun mit dem Wollen und dem Messer. Wenn ich etwas erkenne, und ich weiß, durch die Lehre ist es vergänglich, dann kann ich dieses Erkennen benutzen dazu, mir zu sagen, hafte ich ihm jetzt an oder nicht? Es wird mir genommen. Immer wieder. Als junger Mensch denkt man nicht dran, nicht wahr? Die meisten jungen Menschen, wenn sie den 50-Jährigen sehen, schauen sie den an und man kann fast die Gedanken lesen. Die denken dann, nun stirb doch endlich! Diese Dummköpfe. Genauso gefangen in der Illusion. Gut, so. Es gibt einige, deren Ohren noch nicht verklebt sind, deren Augen, die bereit sind, das Erkannte, von dem rede ich jetzt, das als vergängliche Erkannte, sich davon entweder lösen zu wollen oder maßvoll damit umgehen. Wenn mir Zucker schmeckt, kann ich auch nicht 10 Löffel in den Kaffee tun. Das halte ich eine Weile durch, dann wäre ich diabetisch. Ja? Da ist eine Einsicht und die Erkenntnis lässt mich erkennen, eine absolute Gültigkeit des Gesetzes der Vergänglichkeit. Das Entstehens und Vergehens. Was entsteht und vergeht, kann gar nicht sein. Sonst würde ich ja entstehen und vergehen, damit, wenn es vergangen ist. Wenn ich ein vergangener Gedanke wäre, dann wäre ich ja der. Also das kann es schon nicht sein. Ich kann einen Gedanken haben. Ich kann ihn initiieren. Das alles kann ich machen, meine Lieben. Und dann mag mich der Gedanke auch... Wisst ihr, ich habe mal mit einem Mörder gesprochen. In der Justizvollzuganstalt in Dresden. Er hat gesagt, jede Nacht denke ich an die Tat. Jede Nacht. Ich kann sie nicht verdrängen. Ich sage, du... Wer sagt dir, dass du sie verdrängen sollst? Du hast es getan, es ist dein Karma. Stemm keine Gewichte und mach Karate und, damit du die anderen dich nicht verprügeln können. Ich sag, meditiere, erkenne, dass du etwas getan hast, was du gar nicht tun wolltest, das bereust du ja bereits. Verharre beobachtend, befasse dich mit der Lehre. Mehr nach innen und das Außen, wo die Tat ist, da kannst du dich immer noch daran erinnern, aber sie kann dir nichts mehr anhaben. Du warst nicht mehr schweißgebadet auf, weil dein Manas Rupa gereinigt ist, dein Mentalkörper, der hat zwar die Erinnerung, aber sie kann deine höheren Vehikel nicht mehr berühren, die du aktiviert hast. Ja. Na gut. Und wisst ihr, und dieses Vergänglichkeitsgesetz, das gilt doch überall. Himmel, Erde und Hölle. Und die Hölle ist auch vergänglich.
Ja, liebe Christen, liebe Pfaffen und Imame, es gibt keine ewige Hölle und keinen ewigen Himmel. Ja? Erzählt nicht so einen Unsinn. Das Wort ewig gibt's überhaupt nicht in der Bibel. Heißt nur, du verbringst vielleicht ein Äon in der Hölle. Das haben wir als ewig übersetzt. Äon bedeutet eine lange Zeit, das ist Griechisch. Entschuldigt mal, ich habe Griechisch studiert, also ja. Na, schauen wir mal weiter, was es da alles zu lesen gibt im Buch des Lichts. Ach, meine Lieben. Wisst ihr, und das Schöne, das Wunderbare an der Lehre ist, dass sie durch... Will ich mal was sagen. Wer das Buch des Lichts nur dreimal liest, der ist strunzdumm. Wer das Buch des Lichts nur zweimal liest, der ist einfach nur dumm. Und wer das Buch des Lichts nur einmal liest, der hätte lieber ein Mickey-Maus-Heft lesen sollen. Oder Batman. Da hat er die Zeit besser verbracht. Immer und immer und immer und immer wieder. Denn unser Denkvorgang, unser Manas Rupa ist so viele Millionen von Jahren lang in eine Richtung gegangen, notwendigerweise vielleicht, bitteschön, die uns tief in die Materie gebracht hat, meine Lieben. Und jetzt wollen wir raus aus dem Sumpf. Und da wehrt sich das Alte sehr. Der Hüter der Schwelle. Ja, genau der. Geht mal auf YouTube, Christian Anders, Hüter der Schwelle, da werdet ihr sehen. Oder Lanu, Hüter der Schwelle. Eine endlose Verkettung führt uns immer wieder Leben für Leben in eine neue Inkarnation, meine Lieben. Und oft enden wir da, wo wir nicht enden wollten, wo uns aber unsere Handlungen hingebracht haben. Und darum ist das Buch des Lichts da. Damit es die Handlung zeigt und ihre Konsequenz. Ja. Und wie ich handle oder nicht, geht euch überhaupt nichts an. Weil ich nehme die Konsequenz auf mich. Das ist das Wichtige. Hier, die Lehre. Danach richtet ihr euch. Ich gebe sie nur weiter. Ich kenne viele, die geben sie viel besser weiter. Na, und vor allen Dingen, ich kenne viele, die sind viel weiter als ich. Aber ich ziehe mir euren Guru-Schuh nicht an, den viele von euch so wollen, ja? Braucht einen Guru? Nehmt den Dalai Lama. Schaut euch meine Berichte über ihn an. So. Es hat also zu tun mit der Veränderung, die schmerzhaft ist. Immer erzähl mir nichts. Diese Pseudo-Esoteriker sagen, genieße das Leben, es jetzt und dann wirst du sehen und dann machst du und alles Quatsch. Alles Quatsch. Eine gewisse Distanz durch tägliche Meditation und Lehre im täglichen Leben wird dich mehr und mehr zu Umständen führen, wo du weniger und weniger leidest. Glaub es mir. Glaub es mir. Du willst Geld, Ruhm, Sex, dies und das. Mein Gott, ich habe das gehabt bis hoch über die Decke und vor und zurück. Du könntest heute noch haben, wenn ich will. Die stehen heute noch Schlange, wenn ich irgendwo singe. Was glaubst du, was los ist? Aber ich bin ein bisschen schlauer geworden. Könnt ihr sagen. So. Also das hat zu tun heute, haben wir gesagt, mit dem Wollen und mit dem Erkennen. Und wir sind auch nicht, meine Lieben, das Erkennen. Muss man ganz klar sagen. Das ist eine Funktion des Körpers. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Auge. Und dasselbe übrigens mit Bewusstsein, weil sie immer sagen, du musst selbstbewusst werden. Was ist das für ein Quatsch? Es gibt kein Selbstbewusstsein. Es gibt nur ein Nicht-Selbstbewusstsein. Der Bewusstseinsvorgang ist immer von dir weggerichtet auf das, dessen du dir bewusst bist. Wenn ich ein Auto sehe, dann fällt Licht auf das Auto, nehmen wir mal an, tagsüber, reflektiert zurück auf mein Auge und ich sage Auto. Beziehungsweise ich erkenne ein Auto. Und ich bin mir bewusst, da ist ein Auto. Es ist ein Vorgang, der einzig und allein von dieser physischen Struktur abhängig ist, die ich eigentlich nicht bin.
die ich aber benutze. Ich kann mal ganz distanziert sagen. Manche benutzen sie gut, andere nicht so gut. Ja. Und wie alles Wollen überhaupt, meine Lieben, wir reden ja immer über das Wollen, so ist das auch das Erkennen Wollen und die Denktätigkeit also als solche, geht ja nur, wenn Zeit stattfindet. Und was ist denn Zeit? Einstein und die anderen alle haben ganze Bücher von hier bis zum Mond geschrieben, was Zeit ist. Ja, man kann es in einem Satz sagen. Zeit ist nichts anderes als die Wahrnehmung von Veränderung. Die teilen wir ein. Minuten, Sekunden, was weiß ich alles. Mehr ist es nicht, man muss es mal so buschikos sagen. Alles andere ist Quatsch, theoretisieren. Wenn ich mich vom sich Verändernden gelöst habe in der Meditation, erlebe ich keine Zeit. Darum ist wahre Ewigkeit eben frei von Dauer. Wahre Ewigkeit ist ein Zustand ohne Zeit, meine Lieben. Ohne Zeit. Schauen wir uns mal die Welt an. Wenn wir da das Wollen sehen, es geht also nur mittels des Körpers. So gesehen ist das Verlassen des Urgrundes eigentlich das Resultat, falls wir dann schon mal da waren, ziehen uns die Skandas zurück als Resultat eines vergangenen Wollens. Ja. Ich will riechen, schmecken, tasten, denken. Oh, das schmeckt so gut, das will ich nochmal essen. Mein Herr, wollen Sie Sauerkraut? Nee, den habe ich gekostet, den will ich nicht. Aber haben Sie vielleicht ein Steak? Ja, das will ich. Das bringen Sie mir mal. Wenn wir uns in der Welt umschauen, meine Lieben, und meine lieben Christen und Muslime, ich kann euch leider da nicht verschonen, dazu zählt für das Buch des Lichts auch die Welt des Materiellen, auch euer Himmel. Auch der sind wir nicht. Wir sind auch nichts Geistiges. Alles Geistige ist nur ein verfeinertes Materielles, Entschuldigung. Selbstverständlich kann ich das wollen. Als die Christen den Löwen vorgeworfen wurden in der römischen Epoche, haben viele, hat man gesagt, die haben den Schmerz gar nicht mehr gespürt. Warum? Sie waren in Gedanken bereits in den Himmelsebenen. Den Körper, den haben die so abgelegt. Bravo! Und sind in den neuen Körper im Himmel geschlüpft. Aber immer noch ein Körper. Und darum ist die absolute Loslösungslehre des Buchs des Lichts eben Nirvana. Die bedeutet, ich löse mich auch von dem, was ich da nicht bin, von dem Geistkörper. Naja. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, und weil wir eben nichts von der Welt sind, sind wir eben auch nichts vom, und weil die Himmel auch zur manifestierten Welt gehören, sind wir auch nichts von den Himmeln. Wir sind auch nichts Geistiges. Wenn wir es mal so nennen wollen, sind wir immateriell. Und pass auf, meine Lieben, jetzt kommt ein Problem. Viele fragen mich fast verzweifelt, ja, was bin ich denn dann? Verstehst du denn nicht? Du kannst für die Welt, ein der Welt des Materiellen entnommener Begriff kann nicht die Welt jenseits des Materiellen beschreiben. Es geht nicht, es geht nicht. Und darum kannst du immer nur sagen, was du nicht bist. Du kannst aber empirisch in dem Zustand sein und dann weißt du, ja, mein Gott, das ist es. Wenn du aber zurückkommst und wieder in die Welt und man fragt dich, wie war es dort, wirst du es nicht beschreiben können. Auch der Buddha konnte es nicht beschreiben. Es gibt auch dort kein Ich mehr. Dass es deshalb überhaupt kein Ich gibt, stimmt auch nicht, denn sobald du die Ebene wieder verlässt und in den Körper reingehst, sprichst du ja wieder mit mir, ich. Eine Art Hilfswort. Wenn man so will. Also, darum versucht nicht, den Begriff zu finden, den ihr lieber in der Meditation und durch die Lehre diesen Zustand eben sein solltet. Ja? Das letzte Geheimnis. Eins kann ich euch sagen.
Verwegen gesagt, es ist die Aufhebung aller Wahrnehmungen und Empfindungen. Oh, jetzt werden viele stöhnen. Ja, das will ich natürlich nicht sein. Muss ja nicht. Aber nicht die Aufhebung dessen, der nichts mehr wahrnimmt und empfindet. Das kann ich euch versichern. Naja. Und wenn wir den Begriff gewagt nehmen sollen, wollen, dass du das Immaterielle bist, welches dich immer wieder ins Materielle stürzt, ja, können wir das mit Vorbehalt sagen. Und das Immaterielle kann Empfindung und Wahrnehmung nur mittels eines Zwischengliedes erfahren. Ja? So wie ich große Tiefe im Wasser nur mit einem Taucheranzug erfahren kann, wenn ich nicht sterben will. Dieses Zwischenglied ist das Erkennen, welches dann gleichzusetzen ist mit dem Wollen, denn man will ja erkennen. Ein Narr will, ein Heiliger will nicht mehr. Nun könnte man sagen, das ist auch immer noch ein Wollen, aber das legt er dann ab. Während der Narr von immer neuem Wollen betrieben wird. Das Nichtwollen führt zur Erlösung, das Wollen nicht. Das Nichtwollen führt dahin, dass man auch nicht mehr nichts will. Das Wollen nicht, das wird immer wieder rein, immer wieder rein, immer wieder rein, immer wieder rein. Und da könnte man doch, meine Lieben, sagen, mit der Hilfe des Buchs des Lichts, dass man doch wenigstens dann, wenn man schon will, vernünftig wollen soll. Jeden Wollensvorgang so bedenkt, dass man sich zugleich seiner Konsequenzen bewusst ist. Ich kann doch nicht wollen, ich gebe ein Beispiel, im Berufsleben. Ich kann doch nicht wollen, nehmen wir an, ich bin jetzt eine Frau und sehe ganz doll aus und fange ein Verhältnis mit meinem Chef an. Und die andere Sekretärin, die ist 10-mal, hat mehr 10-mal mehr drauf als ich. Und ich fange mal mit meinem Chef an und sage, du, wir können machen, aber das nicht. Ich will Chefsekretärin werden, die bleibt Zweite. Und weil der Chef geil ist, weil er will Sex mit der, trifft er eine Entscheidung, dass er eine wirklich fähige Person nicht dorthin setzt, wo sie hingehört. Die Frau wiederum, die diese Sache initiiert und sagt, geh mit mir ins Bett, ich gehe mit dir ins Bett, aber ich krieg den Job. Die ist mit ihm karmisch dann verbunden. Die beiden bedenken nicht die Konsequenz ihrer Tat. Das ist jetzt mal was Kleines, aber auch schon ganz schön. Die Konsequenz wird sie einholen und sie werden Opfer. Gerade solcher Intrigen. Nun könntet ihr sagen, naja, dann ist die andere, die da das Opfer, die war ja auch so ein Opfer. Mein Lieben, wer so weiterdenkt und immer weiterdenkt, der wird immer wieder, erfährt er das Leiden, immer wieder die Mitleidlosigkeit, dies und das und das, bis er versteht. Und übrigens werden alle verstehen, auch ohne Buch des Lichts, das brauchen wir gar nicht. Buch des Lichts brauchen wir nicht. Natürlich nicht. Es mag nur etwas länger dauern. Wie lange wollt ihr noch leiden? Meine Lehrerin hat gesagt, Beatrice Fleming, die Augen dürfen der Tränen nicht mehr fähig sein, bis der Mensch endlich versteht, was er anrichtet und angerichtet hat. So, also, schauen wir mal weiter. Wir erkennen ja die Welt in ihrer Ganzheit gar nicht. Ich weiß noch nicht, was da eigentlich hinter dem Mond ist, wenn auch jetzt ein paar Leute waren, oder im anderen Sirius oder in einem anderen Sonnensystem. Ja, das könnte ich, wenn ich ein Meister wäre, würde ich mich lösen von meinem physischen Körper und würde in meinem Astral dahin gehen. Dann wüsste ich es. Das Ganze ist immer ein Erkenntnisprozess, ein Fall des Immateriellen in das Materielle. Der Sturz in die Tiefe. Und da sind wir. Da sind wir. Wenn ich nichts mehr will, dann führt das zum Abwerfen des Erkenntnisapparates.
Also Augen, Ohren, Körper, alles. Auch der Hüllen, die sind nicht mehr in Aktion dann. Wenn ich nichts mehr will. Wenn mein Wollen erloschen ist, ist doch nur das Wollen erloschen. Nicht der, der nichts mehr will. Die Konsequenz, dieser Konsequenz muss man sich bewusst sein, mein Lieben, dann kann man sich an die Arbeit machen, wenn man es will. Wenn man es will. Und dann endet die alle Empfindungen und Wahrnehmungen. Wir haben weder Kälte noch Wärme. Für die meisten natürlich, die sagen, es ist so schön, warm zu sein, oh, und so weiter, ja, kein Problem, mein Lieben. Ich rede hier von etwas, das so tief in uns drin ist. Das ist der Ursprung des Universums, ist hier. Seht ihr, wie viel Billionen und Zillionen Euro diese Deppen, Entschuldigung, ausgeben, raus ins Universum fliegen, um einen Ursprung zu finden? Der draußen ist doch der Ursprung, nicht der ist drinnen! Ihr Narren! Aber Hauptsache die Forschungsgelder fließen, ne? Und die Miete muss auch bezahlt werden. Ja, ist doch logisch. Unsere Kinder sollten bereits ermutigt werden. Mein Lieben, das Buch, das liest für Kinder. Ah, ich hol's mal. Allen Lehrern rufe ich zu, ihr Narren. Ihr wundert euch, warum die Kinder immer gewalttätiger werden, gewaltbereiter, immer perverser, schon sexuell missbraucht werden in den Kitas, ganz offiziell. Warum eine pädophile Partei wie die Grünen, die sich brüsten, Sex mit Kindern, Cohn Bendit, der davon in seinen Büchern schreibt und so weiter. Ihr wundert euch? Allen Schulen rufe ich zu. Lehrt die Kinder nicht, wie sie... Es gibt doch diesen Satz, du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Hier, piep, 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 piep. Die Lehre der Zukunft wird sein, das Buch des Lichts für Kinder. Du lernst nicht für das Leben. Du lernst für die Verständnis dessen, woher du kommst. Durch die Lehre und durch Meditation, durch tägliche Meditation. Und die Zeit wird kommen, ich sag's euch voraus. Und der ganze Planet nur ein Meditationsplanet wird. Und das einzige Ziel einer jeden Geburt ist, wenn überhaupt geboren wird, und die Vervielfältigungsreproduktionsmethode wird durch Selbstteilung geschehen, die sexuelle wird aufhören, aber auch das, die neuen Wesen, die entstehen, denen wird man sagen, du gehörst nicht hierher, sondern dahin, wo du herkommst. Und man wird sie geleitet durch Lehre und Meditation nach innen führen, nicht nach außen. Liebe und Licht. Hijos de la luz, escúchenme. Vienen de todas partes a ver el ángel de la luz. Y se toman de las manos y se esperan hasta la noche. Y escuchan un ruido y ven una luz. Hijos de la luz, escúchenme. Hijos de amor, felicidad, verdad, libertad. Hijos de esperanza, para un nuevo mundo de amor. Y de paz.
potei sentirla, potei sentirla, potei sentirla. Vengo de otro mondo, yo soy el ángel de la luz. Yo os mando un mensaje de amor y de paz para toda la humanidad. Yo creo en amor, amor y paz. Sois inocentes, sois inocentes.